Da ist er, der Cubiculum Nepheli. Viel Spaß bei der Endszene. Wir haben sie uns verdient. Leute, ich hoffe, das war doch mal ein würdiges Ende von Angel of Darkness. Was mich sehr wundert ist, warum sie diese Cutscene, zumindest diese, nicht ins Spiel selber mit eingebracht haben. Weil ich finde, in Spielgrafik hätte sie garantiert besser ausgesehen. Weil sie dann eben von PC-User zu PC-User unterschiedlich gewesen wäre. Ihr wisst, was ich meine, wegen Grafik und so. Bei mir hätte sie dann wahrscheinlich am genialsten ausgesehen. Zu dem Spiel selber. Das Spiel hat das erste Mal eine richtige Story. Viele Bugs haben wir an eigener Hand erlebt. Ich musste zweimal und her patchen. Das werdet ihr gar nicht so mitbekommen haben. Jetzt kann ich es euch ja verraten. Ich guck mal, wie gut wir in der Zeit liegen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich habe insgesamt das Level, das Sanatorium, bis zu der Stelle, ab der ich mit euch weitergemacht habe. An dem Abend, wo ich die Parts davor gerendert habe. Fast dreimal neu gespielt, um das ganze Spiel wieder zum Laufen zu bekommen. Ja, ich lasse den Titelfilm nochmal durchlaufen. Zweitens, es gibt keine Credits. Finde ich aber nicht schlimm, weil dann wissen wir wenigstens, sie haben ihre Zeit nicht für Credits vergeudet. Drittens, ich habe ja hier schon diesen HD-Patch drin gehabt. Mit diesem Lara Croft, Tomb Raider, das und das, das wurde alles ersetzt. Finde ich, ist deutlich schärfer, weil die Dateien einfach größer geworden sind. Das hat man einfach überarbeitet und einmal schärfer gemacht und dann viel größer. Das heißt, es wurde komprimiert und dadurch, ihr wisst, was ich meine. Dann, das Spiel ist von 2003, sollte 2002, ist es glaube ich für die PS2 erschienen. Moment. Gucken wir mal. Ich habe ja nämlich gerade die Platinum-Edition für die PS2. Nee, auch 2003. Aber früh 2003. Und ja. An sich ist das Spiel schon geil. Also es ist von den neueren Tomb Raider-Teilen mein absoluter Lieblingsteil. Oh, da kommt auch kein 2013er ran, weil das ist noch Toby Gard's Lara. Die in dem Nachfolgerteil nicht mehr. Ja. Ich würde sagen, ich lasse euch die Credits einfach mal durchlaufen. Beziehungsweise die Credits ist gut, wir haben ja keine. Ich lasse euch den Titelfilm jetzt einfach mal so ein bisschen durchlaufen, laber noch ein bisschen drüber, bis wir denn soweit sind, dass er neu startet. Und dann lasse ich ihn euch einmal durchlaufen und dann mache ich Feierabend. Dieses Spiel ist für die damalige Zeit von der Grafik her echt der Hammer. Gut, dann lasse ich euch das soweit nochmal durchlaufen. Ich wünsche euch viel Spaß.
Was ich vielleicht noch vergessen habe, sind Danksagungen und Fragen oder Anregungen oder sonstiges. Erstmal Danksagungen möchte ich. Ich möchte mich erstmal herzlich bei allen bedanken, die häufig zugeschaut haben, regelmäßig Kommentare geschrieben haben. Ich kann jetzt noch keine Namen nennen, weil das LP ist jetzt zu dem Zeitpunkt erst bei Part 6 online auf YouTube. Aber ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, auch schon mal so im Voraus, ich weiß nicht, wer das war, fühlt euch einfach angesprochen. Und falls es vielleicht so ist, warum, oder falls es sind mal Fragen gekommen, aber die sind eher aus dem Freundeskreis gekommen, die dieses Spiel nicht so gerne mögen, warum ich keinen zweiten Let's Play am Laufen habe. Weil bei mir ist es so, ich mache es lieber so, ich mache ein Let's Play, nur, dann kann ich aber meine Technik darauf einstellen, dann brauche ich das nicht ständig umstellen, dann passieren weniger Fehler. Weil dann ist meine Technik darauf eingestellt, dann weiß ich, aha, Angel of Darkness, so und so muss ich es machen. Und wenn ich jetzt da in Instagram zum Beispiel jetzt eine Folge Angel of Darkness rennen und dann vielleicht noch zwei Parts Schlag mich tot, Anno 1507, 1503 wäre es gewesen, ja, dann kann da Fehler passieren und das möchte ich nicht. Ich hatte es mal in Erwägung gezogen, aber ich mach's nicht mehr. Zweitens ist, warum ich nicht über Cutscenes drüber laber. Weil bei mir kam öfter so der Kommentar, erstmal, warum ich versuche, so wenig zu failen, nicht mal. Warum ich versucht habe, euch alles zu zeigen. So, jetzt haben wir's. Weil Leute haben sich bei mir schon bedankt, jetzt im Part 6, dass meine LPs, dass man die wunderbar als Lösung benutzen kann. Und genauso möchte ich das rüberbringen, wenn ich ein Spiel schon in- und auswendig kenne, denke ich, kann man es auch mal zeigen. Ich gebe zu, ich habe in einigen Leveln auch absichtlich Gegenstände liegen lassen. Absichtlich. Ja? In der Hoffnung, ihr merkt es nicht. Also, es ist nicht so, dass ich alles von diesem Spiel weiß. Sonst müsste ich habe ein Komplettlösungsbuch zu liegen, ich komme nur gerade nicht ran. Dann hätte ich im Dings nachschauen sollen, da hatte ich keine Lust drauf. Weil für mich steht beim Let's Play vor allererst der Spaß. Zweitens ist, warum ich bei Cutscenes nicht drüber laber. Sicherlich könnte ich euch dazu zu den Cutscenes einiges erzählen. Aber ihr sollt auch so ein bisschen die Story mitkriegen. Es bringt euch ja nichts, wenn ihr mich von morgens bis abends quatschen hört, ich euch besoffen quatsche. Ihr aber vom Spiel so gut wie nichts mitkriegt. Deswegen mache ich mittlerweile schon immer so in der Nachbearbeitung, Cutscene, alles klar, Cut. Ich habe bei Sony Vegas vielleicht blind ich ein Bild ein, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich eher nicht. Habe ich eine Spur, da ist das Video drauf, eine, wo der Ingame-Sound drauf ist, zwei Leerspuren, eine, die plus 4 Dezibel hat, die andere ist gemutet, falls man mal Stellen rausschneiden muss. Ich schneide das nicht einfach, ich mache das einfach so, damit man immer einen flüssigen Übergang hat. Ja, und meine Stimme selber. Und bei Cutscene jetzt mache ich einen Cut und schiebe das Audio einfach runter auf die plus 4 Dezibel. Das Spiel an sich, das Spiel in Games Sound ist bei mir minus 3 Dezibel. Für Leute, die es interessiert. Ist aber nicht weiter wichtig und der Windows in Games Sound und Windows ist bei mir auf 30. Damit es nicht so übersteuert. Ich habe es einmal gebracht. Es hört sich nicht gut an, glaubt es mir. In diesem LP nicht, sondern im Android 2013 Test 2. So ist es. Und das ist wunderbar. Man kann sich, denke ich mal, nicht beklagen. Die Qualität wird schon ziemlich hoch sein. Für die Leute, die es interessiert, bei mir ist eine 10-Minuten-Datei knapp ein Gig groß. Bei einem Titametto ist eine 1-Stunden-Datei ein Gig groß. Nur mal so als Qualitätsunterschied. Und meins hat 60 FPS und 1080p, seins hat 30 und 720. Na gut, bevor wir uns hier verstricken, der Titelfilm läuft jetzt auch schon das dritte Mal durch. Würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und ja, haut rein.